Prinzessin und italienische Modedesignerin Virginia von Fürstenberg ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Ihr Leichnam wurde auf dem Dach eines Hotels in Meran gefunden. Es wird nun vermutet, dass sie aus der obersten Etage des Hotels gestürzt ist. Virginia von Fürstenberg ist die Nichte der berühmten Schauspielerin Ira von Fürstenberg und des angesehenen Modedesigners Prinz Egon von Fürstenberg. Sie gründete das Modeunternehmen Virginia. Der Schriftsteller Gianpaolo Serino, ein Freund der Verstorbenen, schrieb auf Instagram zu ihrem Tod: "Virgi, geliebte kleine Schwester. Mir fehlen die Worte. Du warst immer Poesie und Freiheit. Ich werde immer bei dir sein." Nach dem Tod der Prinzessin meldete sich mit Lapo Elkan, ihr Cousin, zu Wort. "Ich bin sehr traurig über den Tod meiner Cousine, die, wie ich, immer mit ähnlichen Dämonen gekämpft hat", schrieb der italienische Unternehmer. "Virginia war eine Frau mit einem Herzen aus Gold, eine zarte Mutter voller Liebe mit einem reinen Lächeln. Ich werde dich vermissen und du wirst in meinem Herzen und in jedem meiner Gebete sein. Meine liebe und süße Cousine, ruhe in Frieden. Möge Gott dich in den Himmel bringen, wo du hingehen solltest." Zuletzt waren bei Virginia von Fürstenberg offenbar einige Veränderungen festzustellen gewesen. Die Prinzessin war stark abgemagert und galt kurzzeitig als verschwunden. Ihr Vater hatte am 18. Februar eine Vermisstenanzeige bei der Polizei in dem italienischen Ort Marghera aufgegeben. Wenige Tage danach hatte die Familie diese zurückgezogen, da Virginia von Fürstenberg wieder in ihrer Wohnung auftauchte. Im Laufe ihres Lebens war Virginia von Fürstenberg dreimal verheiratet und hatte 5 Kinder. Von 1992 bis 2003 war sie mit Baron Alexandre Ciligi de Passa verheiratet, mit dem sie 2 Kinder hatte. Nach einer Beziehung mit Giovanni Bacco Dondi dall'Orologio, aus der ein Kind hervorging, heiratete sie 2004 Paco Polenghi. Das Paar hatte auch 2 Kinder. Ihre letzte Ehe war 2017 mit Janusz Gamronschi, die beiden ließen sich jedoch 2020 scheiden. "Dein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen und wollte doch so gern noch bei uns sein. Gott hilf uns, diesen Schmerz zu tragen, denn ohne dich wird manches anders sein. Möge Prinzessin Virginia von Fürstenberg in Frieden ruhen." Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlasse mir bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal, damit dieser wachsen und dich automatisch und völlig kostenlos benachrichtigen kann, wenn uns wieder traurige Nachrichten und unerwartete Ereignisse erschüttern. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank und wünsche dir einen schönen Tag, viel Gesundheit und Glück auf all deinen Wegen.